Hey Leute, was geht ab? Pax United ist am Start und heute habe ich mal wieder was zum Unboxen für euch. Ja Leute, endlich mal wieder zum Unboxen, nämlich zwei Magitex Booster der Saison 14-15. Auf jeden Fall ja. An diejenigen, die jetzt sich fragen, hä, wann kommt denn das Sticker-Riesen-Update, sage ich mal hier von dem Display von allen gezogenen Stickern hier. Von, keine Ahnung, 500 Stück oder sowas. Oder 250 Sticker müssten das, glaube ich, sein. Ja, wann das kommt. Ja, das kann ich euch ganz einfach beantworten. Ich habe leider immer noch nicht das Sticker-Album gefunden. Also, ich habe es mir jetzt im Internet bestellt und ich denke mal, dass es ja entweder Dienstag oder Mittwoch ankommt und dann werde ich es gleich aufnehmen und dann werde ich es hochladen. Auf jeden Fall, ja, ich denke mal Mitte bzw. Ende nächster Woche wird es auf jeden Fall kommen, das Riesen-Sticker-Update. Auf jeden Fall werde ich dann jeden Donnerstag jetzt ein Tops-Bundesliga-Orakel machen vom Topspiel. Ihr könnt ja mal hier unten in den Kommentaren schreiben, von welches Topspiel ich dieses Mal nehmen soll, sage ich mal. Oder welches Bundesligaspiel ich in, sage ich mal, orakeln soll, auf jeden Fall, ja. Fangen wir an hier mit dem ersten Booster. Hier nochmal kurz die Verteilungen, falls das einer noch nicht gesehen hat. Hier kann der Stopp drücken und dann einfach mal selbst lesen. Muss ich jetzt nicht vorlesen. Zack, machen wir auf. Mal schauen, was wir im ersten Booster drin haben. Haben wir eine Powerkarte, zwei Powerkarten. Sehr nice. So, mal schauen. Haben wir hier erstmal die drei Base-Karten. Da haben wir Karim Matmur von Kaiserslautern, Erik Dohm vom BVB, Katlek von Frankfurt. Dann haben wir hier die erste Powerkarte. Da haben wir Marco Russ als Matchwinner, aber den habe ich leider schon, aber trotzdem, Matchwinner ist immer nice. Wie gesagt, Marco Russ steht hier zum Tausch. Wer ihn tauschen möchte oder wer ihn haben möchte, schreibt es unten in die Kommentare. Auf jeden Fall ja, einfach ein Tauschangebot machen. Und hier die zweite Powerkarte haben wir vom BVB. Da haben wir Kevin Großkreuz und Jakub Laschikowski als Flügelzange, auch nice. Habe ich aber leider auch schon, steht auch zum Tausch. So, zack. Machen wir dann mit dem zweiten Booster auf. Wenn jetzt hier ein Club 100 Mats Hummels drin ist, ne, dann Leute, ich raste aus. Ich raste sowas von aus. Hier haben wir Leverkusen Angriff und Clubkarten. So, haben wir hier wieder drei Basekarten. Wie gesagt, vier Powerkarten in zwei Packs, das ist schon mal sehr nice. Haben wir auf jeden Fall Sammy Alagri, die von Hertha BC, der ist jetzt aber ausgeliehen an Mainz. Yunus Mali von Mainz 05. Michael Heinloth von Paderborn. Und haben wir hier die Clubkarte. Mal schauen. Wenn es Hertha ist, ist es richtig nice. Und da haben wir Köln. Köln habe ich schon. Wie gesagt, ja, eigentlich finde ich das nicht schlimm, wenn ich jetzt hier ein paar doppelte Karten habe. Also die drei Powerkarten, die ihr jetzt schon seht, habe ich alle drei doppelt. Aber das ist nicht schlimm, weil ich kann ja tauschen mit einigen, hoffe ich mal. Auf jeden Fall haben wir Leverkusen Angriff. Und da haben wir Josip Drimmitsch als Matchwinner, sehr nice hier, aber den habe ich leider auch schon. Wie gesagt, vier Powerkarten in zwei Packs, sehr nice. Hier einmal Drimmitsch, Matchwinner, muss ich mal vor der Kamera halten, denn nicht immer so, sorry. Hier Drimmitsch, Matchwinner und Russ, Matchwinner. Köln-Logo und hier Flügelzange, Großkreuz und Blaschikowski. Und ja, hier eigentlich die beiden besten Karten, Russ und Drimmitsch. Wie gesagt, alle vier Powerkarten stehen zum Tausch. Die Basekarten stehen, glaube ich, auch alle zum Tausch. Ich glaube, mir fehlen nur noch zwei Basekarten oder sowas. Ja, müsste ich jetzt lügen, welche Basekarten mir fehlen. Auf jeden Fall, wer tauschen möchte, schreibt es unten in die Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, war es das schon wieder mit dem kleinen Video hier. Und dann würde ich sagen, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, dass wir über, ja, wie viele Likes wir haben. Über 15 Likes, dann würde ich richtig abgehen, Leute, dann würde ich, wie gesagt, und schreibt unten in die Kommentare, welches Top-Spiel ich vom nächsten Spieltag, ja, orakeln soll, und wie gesagt, haut rein, Leute, euer Pax United Tschüssikowski, ciao!